Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, es gab aber schon eine Aufteilung dann zwischen Antinazis bis 19 und Nazis und es gab Ost- und Westlager. Das war im Lager 180. Das war im Lager 180. Dort hat, es waren zwei Lager, Ost und West. Im West waren sogenannte SS-Leute, Fallschirmjäger und andere Einheiten. Und das Ostlager war das Anti-Nazi-Lager. Und in diesem Lager war auch der einzige Sportplatz. Und nach ein paar Wochen wurde dann ein bisschen Sportbetrieb aufgenommen. Damals wurde nur noch Handball gespielt in dem Lager. Und wir mussten dann immer vom Westlager in Ostlager, das war ungefähr 1 Kilometer auseinander, konnten Zuschauer sowie Spieler, ich war damals Spieler, ins Ostlager. Und dann habe ich das erste Mal so die Einigkeit der Deutschen, würde ich das mal betiteln, kennengelernt, indem, wie wir rübermarschierten, mit einer Bewachung von 50 englischen Soldaten, muss ich voraussagen, was wir natürlich nicht ahnen konnten, was im Ostlager passieren würde, wie sich dort die Tore öffneten, hieß es dann, ah, die Nazis kommen, die Mörder kommen, bringt sie um. Und das waren unsere eigenen Landsleute, die mit uns im Kriege waren. Und unter diesen jungen, unter dieser Ostbesatzung, würde ich da mal sagen, befanden sich auch 19-Jährige. Und ich frage mich heute, wie 19-Jährige, der Krieg hat 6 Jahre gedauert, als Anti-Nazi eingestuft werden konnten. Aber es war schon schlimm. Und Gott sei Dank hatte ich das Glück, wenn ich heute zurückdenke, hatte es nur an einem blöden Lächeln gelegen, dass ich versetzt wurde, dass ich die Gelegenheit hatte, Pro-Fußballer zu werden und in Manchester sesshaft zu werden. Erzählen Sie mal von diesem blöden Zufall. Eines Tages wurde am schwarzen Brett im Lager, also im Westen, angeschlagen, alle Kraftfahrer sollten sich melden. Name, Geburtsdatum und wie lange sie schon also einen Führerschein hätten. Da ich ja ein junger Hüpfer war, ich habe mich gar nicht gemeldet. Am darauffolgenden Tag wurde Fahrprüfung abgenommen und zwar von einem, der mir schon vorher aufgefallen war, ein schottischer Korporal, also ein Obergefreiter, kann auch Stabsobergefreiter gewesen sein. Der mit diesen, die sich gemeldet hatten, es waren Hunderte, so Testfahrten auf der Lagerstraße abhielt. Und ich ging an dem besagten Tag mit einem Freund an der Lagerstraße entlang und dieser deutsche Kriegsgefangene kriegte den Gang einfach nicht herein und wir fingen an zu lachen. Kurz darauf stoppte der Wagen, Bremsen quietschen, er muss die Handbremse angezogen haben, und dieser berüchtigte Korpel, der Schotte, kam raus, schnappte mich am Schlawittchen, befahl dem Deutschen aus dem Fahrzeug und setzte mich ans Steuer. Der hatte keine Ahnung, ob ich überhaupt Auto fahren konnte, gar nicht. Der war so wutentbrannt über das Lächeln, dass er mich einfach hinter Steuer setzte und sagte, fahr. Und da ich im Kriege, gerade in der Ausbildung als Fallschirmjäger, alle Fahrzeuge, Halbkettenfahrzeuge fahren musste, war es für mich einfach. Und ich muss sagen, jetzt ohne angeberisch dazustehen, ich bin nur 200 Meter gefahren, hat er gesagt, okay, und das war's. Keiner wusste, warum die Prüfung und so weiter. 14 Tage später bin ich versetzt worden nach einem Lager, das hieß Ashton-in-Makerfield, Lager 50. Und dort bin ich Fahrer des Kommandanten gefahren. Das Lager war voll mit 1500 italienischen Kriegsgefangenen. Und ich war
der einzige Deutsche in dem Lager. Das ist ja auch ein bisschen bizarr. Das kann ich mal ganz schnell ergründen. Mhm. Die Italiener wurden rausgefahren in Kommandos, auf den Farmen zu arbeiten und so weiter. Nur die Italiener haben nicht gearbeitet. Sie waren nicht bereit, einen Schlag zu tun. Und der Unterschied damals, die Italiener gingen dann, weil der Engländer sich sagte, die tun nichts für uns, haben wir keinen Profit von, die schicken wir nach Hause und wir holen uns 1500 Deutsche. So wurde auch gehandelt, so wurde es getan. Und die Arbeitskommandos, Stärken von 2 bis 8 oder auch 10, wurden rausgeschickt zu Farmen zum Arbeiten. Nach einer Woche haben die Farmer, sagen wir mal, 4 Deutsche hat der hat 4 Italiener gehabt, der hat seine 4 Deutschen gekriegt. Nach einer Woche hat er 3 Deutsche zurückgeschickt und hat gesagt, der eine Deutsche hat so viel getan wie die 4 Italiener. Und ich nehme auch an, deswegen schon Wiedergutmachung, weil auch in England ist sehr viel zerstört worden, haben sie uns eben durch die Arbeitskraft der deutschen Kriegsgefangenen dort 3 Jahre behalten.